Das ist noch beschissener. Okay. Erstmal alles kennenlernen. Okay. Was verköstigst du da? Jetzt ist es ein Bitburger Radler naturtrüb alkoholfrei. Vorhin habe ich einen Porter Kirsch getrunken und davor habe ich einen Veltins Radler alkoholfrei getrunken. Ich habe die warme Plattform wohl kennengelernt. Zweimal sogar. Dreimal sogar. Oh, Mitleids-Akku schon. Schön. Nicht mehr aber nichts. Oh, da oben war nichts. Ich hätte das Porter Kirsch nicht trinken sollen. Nicht trinken sollen. Ich muss das erstmal kennenlernen. Julia 28, ich kenne das Spiel schon seit mehr als 10 Jahren. Es knallt zu sehr, es knallt noch. Ich glaube, ich habe die Hälfte davon getrunken, da habe ich schon in den Beinen gespürt. Und jetzt merke ich es im Kopf. Und das ist das Problem, weil ich dann nicht mehr richtig... Ich gucke nicht mehr so richtig auf den Bildschirm, sondern gucke quasi durch den Bildschirm durch. Und dann ist das so ein bisschen verschwommen und so. Und das, damit lässt sich nicht so gut spielen. Also ich gucke dann irgendwann, gucke ich nur noch so dahin und nehme das gar nicht mehr wahr. Das ist nicht stark, nur ich bin halt nichts mehr gewohnt. 4,2%. Weil ich nur noch... Ich habe letztens... Alter. Im Kopf. Letztens haben wir Champagner getrunken. Alter, der hat mich so weggefickt, ne? Ich war lang nicht mehr so hart betrunken und ich habe nur eine halbe Flasche getrunken. Jetzt auch irgendwie als früher, muss man auch noch dazu sagen. Was ganz Feines. Also 4,2%. Nach deiner Beschreibung hat sich das eher nach 42 angehört. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich bin nichts mehr gewohnt. Null. Ist ja auch ganz gut so. Kann man mit weniger Geld mehr Spaß haben. Irgendwie habe ich hier ein scheiß Timing.
denn da vorbei? Ich glaube, ich warte mal ein bisschen ab. Genau das gleiche beschissene Timing. Ich habe neulich eine Flasche Brot bei einem Italiener gegönnt, die es zur Pizzalieferung gab. Da hat man auch nicht mehr gemerkt, ob das überhaupt noch Wein oder schon Essig war. Boah. Ich bin in letzter Zeit stehe ich voll auf Wein. Also nicht Wein, sondern also nicht Rotwein, sondern Weißwein. Ich mag Rotwein. Also den kann man schon trinken, wenn man dazu gezwungen wird, zum Beispiel an Weihnachten oder so von seinen Eltern, dann trinke ich den gern mal mit. Aber ansonsten lieber Weißwein. Und da hatte ich letztens zum... Ich glaube bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, da habe ich den her gehabt. Gab es zu Nikolaus, glaube ich, und der war echt eklig, den habe ich weggekippt. Und dann hatte ich noch so eine andere Flasche. Ich glaube, die hat Dennis Mutter, glaube ich, mitgebracht. Die hatte den bekommen. Aber die trinkt auch kein Alkohol. Und der war richtig lecker. Der war saulecker. Und jetzt, wenn die Geschäfte irgendwann bald wieder aufmachen, werde ich mir Eisweingläser kaufen. 2 Stück. Hat denn den Champagner ja organisiert? Den gab es, glaube ich, bei Dennis auf der Arbeit. Den hat er da irgendwie als Geschenk getrunken. Ich werde auf jeden Fall kein Champagner mehr trinken, außer ich will richtig knüppel werden. Ich weiß, wenn es gar nicht so meins. Ich stehe eh nicht so auf süßlichen Kram. Ich trinke auch tendenziell trockenen Rotwein. Wenn ich denn mal Wein trinke. Normalerweise bleibt es bei Bier. Ja, normal. Sonst habe ich auch nie Wein getrunken. Aber irgendwie Weißwein ist jetzt so. So mag ich jetzt. Momentan. Mein Geschmack dreht sich sowieso irgendwie in den letzten. Seitdem ich hier wohne, hat sich mein Geschmack total verändert. Stimmt. Ich hab Duisburg mit so einem gemacht. Duisburg verändert, Mensch. Ich bin im Allgemeinen nicht so sehr Alkoholtrinker, dafür muss es schon einen Anlass geben. Sonst. Ja, Duisburg ist schon ein hartes Pflaster. Früher habe ich Pilze gehasst. Jetzt liebe ich Champignons. Und mehr als Champignons habe ich bisher noch nicht gegessen, weil ich bisher immer so ein bisschen Angst hatte, andere Pilze zu kaufen. Aber Champignons finde ich sehr lecker. Ich wollte jetzt irgendwann, wenn ich irgendwo mal Pfifferlinge sehe, würde ich mir gerne mal Pfifferlinge kaufen. Und die mal gucken. Dann Zwiebeln. Zwiebeln habe ich früher auch gehasst. Die mag ich jetzt auch ganz gerne. Erbsensuppe, Linsen. Ne, Erbsensuppe, Linsensuppe. Linsensuppe, Grünkohl, Wirsing. Irgendwie heutzutage alles geil.
Früher hätte ich davon kotzen können. Ach, come on, ey, du dummer Hitbox. Austernseitling? Das ist doch Muscheln, ne? Also Austern sind ja Muscheln. Aber Austernseitling? Weiß ich nicht, da habe ich Angst vor. Also so allgemein Meereszeug. Das Einzige, was ich an Fisch esse, ist halt so Dosenfisch. Das ist, glaube ich, Hering, ne? Ist das Hering? Also Dosenfisch mit Tomatensoße. Und Scholle mag ich sehr gerne. Ansonsten an Fisch. Ja, doch, muss ich sagen. Wir haben ja so ein japanisches Restaurant, wo ich mir immer Sushi und so hole. Und wir haben da eine Poke Bowl Chicken Katsu. Die hole ich mir immer. Und da ist auch Fisch oben ist da drin und jedes Mal das gleiche, ich muss rutschen. Fischrogen, also Kaviar-ähnliches Zeug und Krebsfleisch. Und das ist da drin echt mega lecker. Und ich bin am überlegen, ich muss mal gucken, ob die halt so normale Sushi einfach mit Krebsfleisch haben, weil das wäre, glaube ich, auch noch entweder. Und der Grund, warum ich Jula-Scholle, ne? Ich muss mich mal gerade konzentrieren, Entschuldigung. Oh, Scheiße. Ach, außer Wetten ist ein Pilz. Da siehst du mal, da habe ich keine Ahnung von. Für Soßen sind Champignons auch mega. Hering in Tomatensoße, das Beste in der Kindheit. Wie heiße ich Jule Scholle? Also hieß ich Jule Scholle? Weiß ich nicht. Ich hieß auf jeden Fall, dass mit Scholle am Ende ist, weil, so, die lange Geschichte. Rammstein, Richard Kuspe, habe ich irgendwo gelesen, hat damals in der Kindheit oder im Jugendalter den Spitznamen Scholle gehabt, was angeblich österreichisch für Fettarsch sein soll. Und da ich einen fettigen Arsch habe, wenn man das so, nee, kann man nicht so sagen. Ich habe ein Hohlkreuz und dadurch sieht mein Hintern ein bisschen dicker aus. Habe ich mir gedacht, ach ja, komm, das passt und hat irgendwie ein bisschen was mit Rammstein zu tun, so im weitesten Sinne nennt sich Jula-Scholle. Z ist für Sven, also nicht Sven, sondern Sven. Also wie Sven, nur mit Z. Jedes Mal springe ich da drüber, ey. Ich krieg hier nichts mehr hin. Wetterchance ist doch auch mega seltsam. Oder manchmal geht die unendlich lange und manchmal ist sie nach einer Sekunde vorbei. Das stimmt, ja. Mystery solved. Shit vorbei ist, das böse Wort mit C. Das hat mich jetzt gewundert, dass ich da drüber gekommen bin. Ach Scheiße. Wenn das böse Wort mit C vorbei ist, das C-Wort, dann werde ich in die Nordsee fahren und beim Scholle-Essen in Watt mitmachen.
hatten damals meine Eltern, ich glaube zweimal war ich mit dabei, als ich mit meinen Eltern an der Nordsee war. Und dann haben die da so ein, zwei Zelte aufgebaut im Watt und dann kriegt jeder sein Tellerchen. Und dann tun die dann im Watt tun die Scholle braten. Und dazu gibt es lecker Kartoffelsalat und Marmelade. Ja. Und das schmeckt dann da richtig lecker. Und das werde ich dann irgendwann, glaube ich, werde ich einfach für einen Tag werde ich da hochfahren und Scholle fressen. Muss man sich, glaube ich, vorher für anmelden. Aber das ist ja nicht so das Problem. Amrum. Wir waren, Klassenfahrt hatten wir an Waisenhäuser Strand. Sind auf dem Weg dahin an Buxtehude. Ich weiß nicht gleich, ob das auf dem Weg dahin war. Auf jeden Fall sind wir an Buxtehude vorbeigekommen. Und wir waren auch in Hamburg. In der HSV. Ist doch HSV, ne? HSV Arena. In der Trainerkabine. Nicht Trainerkabine. Wie heißt das? Spielerkabine. Ja, ist schon schön da oben. Und schön windig. Mein Vater liebt das da oben. Das ist eigentlich nur bei mir der Ingame-Sound im Vergleich zu früher sehr viel lauter. Kann mich lauter machen. Ich habe mich, glaube ich, ziemlich vom Mikrofon entfernt. Ist denn jetzt besser, wenn ich so sitze? Weil ich bin ein bisschen nach hinten gerollt. Ja, dann beim nächsten Tod mache ich dann jetzt. Mache ich mich ein bisschen laut. Sound geht eigentlich. Ich habe jetzt mich lauter gemacht und den Ingame-Sound ein bisschen leiser. Müsste jetzt hoffentlich besser sein. Ich weiß gar nicht, was ich heute Abend noch essen werde. Vielleicht bestellt der Dennis auch irgendwas. Dann würde ich vielleicht was mitbestellen, aber. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er was bestellt. Wenn nicht. Ich habe noch ein großes Päckchen Heidelbeeren im Kühlschrank, die werde ich mir dann reinreiben. So, hier war jetzt tot. Warum ich da jetzt nichts abbekommen habe, ist mal jetzt eine andere Frage, aber okay. Ich
Mir egal. 1,9, 1,6, ich weiß es nicht mehr. 1,9. Das wird nichts. Oh Mann. Aber wenigstens, wenigstens schon mal durchgekommen. Selbstgemachte Pizza. Mit was denn belegt? Ja, eigentlich. Eigentlich ist. Nee, nee. Ach man, das wäre ja fast. Ach, scheiße. Eigentlich esse ich die mit Joghurt und Agaven dick served. Ich weiß nicht. Weil morgen früh, ich esse das eigentlich immer zum Frühstück. Und dann das dann nochmal zum Abendessen, ich weiß nicht. Aber vielleicht. Ich muss mal gucken, was der Kühlschrank dann nachher noch so hergibt. Kaffee abends um 6 ist auch eine interessante Wahl. Ach ja, warum nicht, ne? 6 Uhr ist ja noch, geht ja noch eigentlich. Ach, bin ja noch ein bisschen wach und Kaffee macht bei mir nicht mehr allzu viel. Ich bin immer müde, von daher. Agavenschwanzsaft. Schön mit Salami, Schinken, manchmal, wenn ich Bock habe, auch noch Thunfisch und Zwiebeln. Pilze würden auch noch gut drauf passen. ich wollte mal bald selbst Granola machen. Das mit so griechischen Joghurt und Früchten essen. Was ist denn Granola? Aber eigentlich immer mit Salamischinken und schön viel Käse. Käse ist auch schön. Ja, das Schöne an Agavendicksaft ist, dass der so schön flüssig ist, im Gegensatz zu Honig. Auch der Honig aus dieser Spritzflasche, der ist halt auch noch dickflüssiger als der Agavendicksaft. Und der ist nicht ganz so süß wie Honig. Das ist also nicht so schlimm, wenn du da mal ein bisschen mehr auf einmal hast auf dem Löffel. Ach Mann. Ach so. Ich habe jetzt gedacht, alles auf einmal, weil das würde auch gehen. Thunfisch ist da, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz, aber so alles. Wieder mir mag, ne? Granola aus Haferflocken, Nüssen und Honig gemacht. Was ist denn Granola? Das hatte ich letztens auf der Pizza. Da sah fast aus wie eine vom Pizzadienst. Ich habe das schon mal gehört, das Wort. Weil Granola hört sich für mich an wie so ein Apfel. Also so eine Apfelsorte. Ich frag mich nicht warum. Müsli-Zeug zum Frühstück. Habe ich oben geschrieben. Ach da! Wo so Samennüsse mit irgendwas in den Backofen. Kokosfett oder halt eben Agavendicksaft und dann ist das so wie crunchy Müsli-Zeug. Ah, okay. Ha. Wonkery Boy 80, hallo. Ich hoffe mal, ich habe dich richtig ausgesprochen. Wonkery, Wonkery, Won. Ich weiß es nicht. Mann! Wie geht's dir so? Bei mir alles gut. Jo, bei mir auch alles gut. Nur läuft hier gerade nicht so. Das ärgert mich ein bisschen. Aber das sind halt. Das erste von den blöden Leveln habe ich schon mal fertig.
Das ist jetzt das zweite. Und wenn die dann alle fertig sind, dann bin ich beruhigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich schon streame. Weil ich wollte eigentlich Crash, wollte ich nur 2 Stunden streamen. Aber ich höre nicht auf, bevor ich dieses Dreckslevel hier nicht geschafft habe. Ja, da hält es. Wonkery Boy mit C. Wie viele Relikte fehlen mir noch? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Zusatz Warp Room habe. Wenn ja, also wenn ich den schon habe, dann fehlen mir noch. Im letzten Warp Room. Ach meine Fresse, ey. Habe ich. Im letzten Warp Room habe ich ein Relikt. Ich bin schon wieder drüber gesprungen, ne? Achso, ja, Entschuldigung. 3 Stück. 3 Relikte fehlen noch. Nur noch. Achso, 4. 4 Relikte. Ne, ich mach Goldrelikte, mach ich. Für Platin, ey, wenn ich Platin-Relikte mache, da bin ich noch in 5 Jahren hier dran. Dann hast du ja alle aus dem Boden geworfen. Ja, dann ist ja gut. Und 4 Relikte, weil wir hier. Ich spring da jedes Mal drüber. 4 Relikte. Weil wir hier schon Saphir haben und mir das nicht reicht. Bei Twitch bist du schon ein bisschen länger als 2 Stunden bei Crash. Ja, aber das ist mir jetzt egal. Das Level muss noch geschafft werden. Weil wenn ich nächstes Mal mit jedem Level anfange, dann noch bin ich noch pisster als heute mit Cold Hard Crash am Anfang. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Eben auch gestorben und das sind wahrscheinlich die 3 Sekunden. Scheiße. Was ist das denn? Mann, man hat es vielleicht sogar gehört, dass ich R1 gespammt habe, aber es hat nicht funktioniert. Ich will nur noch Spaced Out, Pack Attack, Rocket und Night Flight. Ja. Genau. Das, was Tobi Potato sagt. Und die Betonung liegt auch auf nur noch. Es wäre schön, wenn man hier drüber springen könnte, aber das geht leider nicht. Also einfach oben drüber statt unten drunter. Mitten drin statt nur dabei. In Ruhe! Mann! Piss dich! Oh ne, das ist jetzt aber blöd. Ha! Pisser! Ist mir egal! Egal! Das wäre so gut gewesen. Tobi reicht. Nein, ich mag das mit Potato hinten dran. Du bist die Kartoffel hier.
so früh gesprungen. Oh, 2 Stunden 28 schon. Nö. Na, wie gesagt, Tony Hawk ist ja nicht, hoffentlich nicht ganz so lang. Ich hoffe mal, dass das nicht so schwierig wird wie der zweite. Ich wollte schon sagen Grand Prix. Das zweite Challenge-Ding da. Dann bin ich die Kartoffel hier, ist akzeptiert. Ich bin so dumm, warum springe ich? Vielen, vielen Dank. Ich hoffe mal, das wird hier heute noch was. Falls nicht, wird ihr heute nichts anderes mehr sehen. Ey, mir graut schon vor 4-2, ne? Ich werde mich so einpissen. Ich bin so ein Schisser bei so Spielen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Ich bin schon wieder drüber gesprungen. Müsste so 2010, 2011 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und da habe ich im zweiten Level habe ich ausgemacht und habe nicht mehr weitergespielt, weil ich zu viel Schiss hatte. Ich bin schon wieder drüber gesprungen. 4-2, genau. Genau so. Und nicht anders. Das Mathematikspiel. Da muss man vor Angst haben. Dieses Game ist auch nicht gerade so leicht. Ja, das stimmt. Also, ja, es kommt drauf an, wie man es spielt. Ne? Aber wenn man 100% holen will, dann ist das schon mal... Ach, Mathe macht Spaß. Da muss man keine Angst haben. Ja, ja. Wenn man einfach nur so durchspielen will, ist es eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her super easy eigentlich. Aber wenn man halt wirklich alle Kisten holen will und auf Zeit, dann ist das schon eine kleine Herausforderung. Für den einen oder anderen. Nein! Mein Gott. Oh. Okay, ich dachte, da wäre ich ein bisschen weiter gesprungen. Shen. Kopfrechen, Beste und ultra einfach, finde ich. Dann sag mir mal, was 495.000 minus 626 ist. Jetzt nicht den Rechner vom Computer benutzen. Ich habe ein abgeschlossenes Mathestudium. Kopfrechnen kann ich aber trotzdem nicht. Sehr sympathisch. Früher hieß es ja auch immer, ja, ihr müsst Kopfrechnen können. Ihr habt nicht immer einen Taschenrechner dabei. Doch, auf dem Handy.
Frage. Ihr habt nicht immer ein Lexikon dabei? Doch, auf dem Handy. Nee, passt schon. Ich weiß es selbst nicht mehr. Ach Mann, da wollte ich zu viel. Ich hatte auch heute Lust auf Grillen. Also ich hatte nicht nur Lust, Plätzchen zu backen, sondern ich hatte auch Lust zu grillen. Bei dem Wetter ist das ja, glaube ich, verständlich. Sonst hätte ich das nämlich wirklich ausgerechnet. Nee, brauchst du nicht. Der war doch nur ein Scherz. Erika, das war ein Scherz. Ich habe hier übrigens, come on. The Office habe ich mir gekauft. Komplette Serie. 9 Staffeln. Auf Englisch. Wenn wir mit Hannibal durch sind, dann fangen wir damit, glaube ich, an. Oder wir gucken irgendwas anderes. Also irgendwelche anderen Serien. Mal gucken. Wir hätten auch noch die Sopranos und Lost haben wir auch. Ach, schon den. Die 3 Sekunden rum brauche ich, die sind wichtig. Das originell, ja. Du bist wieder über den einen Gegner gesprungen, ja. Don't drink and play. Ja, für mich ist halt, das Springen ist halt schneller, aber das geht ja halt sehr, sehr sehr, sehr oft schief. Ja, ich glaube, das ist auch... Also ich habe, was ich gelesen habe, auf jeden Fall, dass die erste Staffel wohl ziemlich zäh ist. Aber wenn man die erste Staffel geschafft hat, dann wird es halt mega gut so. Und die erste Staffel hat auch, glaube ich, nicht viele Folgen. Von daher, ich glaube, das wird gut. Und ich mag den Typen da, den Stromberg. Weiß nicht mehr, wie ist der denn? Den mag ich eigentlich ganz gerne, den Schauspieler. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich viel von dem gesehen, aber ich hatte Space Force, da fand ich den super lustig. Ich glaube, ich bin zu langsam. Ach, come on. Es ist auch, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Genau, hier der Steve Carell, der. Den meine ich. Den finde ich lustig. Ja. Ich hatte mal damals, hatte ich den perfekten
Das perfekte Timing. Ich bin jetzt zu faul, das rauszufinden, wie das war. Weil da konnte man schön da durchlaufen. Ach, jetzt bin ich reingelaufen in die Scheißuhr. Ich mach das jetzt so weiter wie am Anfang. Ich habe mich da so dran gewöhnt. Macht euch mal andere Farben. Mann, das kann es doch nicht sein. Ey. Ich will heute auch noch was anderes spielen, Gottverdammt. What the fuck, was war das? Mann. Zu viel. Irgendwie wusste ich, dass das kommt. Bin eigentlich auch so genau die Farben, aber ich schätze, sieht dein Blau sehr nach Violett aus. Bei Julia im Vorschaubild sind die Farben anders. Ja, ich sehe das auch, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann das von hier unten so schlecht erkennen. Also im Vorschaubild sehe ich da gerade überhaupt keine dunklen Namen. Come on, ey. Das ist wichtig, damit er mir den richtigen Fineliner erreichen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sau oft irgendwie anfange, was zu erzählen und dann lese ich irgendwas und dann erzähle ich einfach nicht weiter. Kann das sein oder bilde ich mir das nur ein? Was hast du denn vor, heute noch zu zocken? Ich habe heute vor, noch zu zocken, Tony Hawk's Pro Skater 2, da fehlt mir noch das letzte Level. Die komische Stierarena da. Ich weiß nicht, warum ich das im letzten Stream nicht gemacht habe. Und wenn das sehr schnell gehen sollte, wollte ich mit 4-2 noch anfangen. Und danach die No Nary Game. Hieß das, glaube ich. Da habe ich letztes Mal mit angefangen. Scheiße.
Mein Gott. Einfach nur no, Neri. No? Hier, da. Das da. Dieses Spiel. Und da dann dieses 999 irgendwas. Das sind mehrere Spiele. So, weiter geht's. Nein, nein, nein. Oder einfach 999. Nein, 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 nein. Glorious Bastards ist auch so ein verdammt fucking guter Film, ne? Wollte man auch noch auf Englisch gucken. Obwohl das nicht so viel Sinn macht, aber ich würde gerne wissen, wie viel Englisch da wirklich im Film gesprochen wird. Das ist ja eigentlich überwiegend Deutsch und Französisch, was da gelabert wird. So, jetzt. Moment. Jetzt setze ich mich hier mal hin. Tue ich ja nicht schon die ganze Zeit, aber jetzt geht das los hier. Und wie? Bisher tatsächlich nur auf Englisch gesehen. Teilweise wird sie dann amerikanische Schauspieler auch mal deutsche Soldaten spielen und so, und mal Deutsch, weil ich ja sofort den Akzent hört. Jetzt mal Butter bei die Fische, hä? Meinst du jetzt spieltechnisch? Diese dummen Hitboxen, warum können die das denn nicht mal fixen? Ja, weil sonst kriegt Bandicoot 4 draußen nicht. Kümmert sich keiner mehr hier drin. Ich bin schon wieder drüber gesprungen. Habt ihr das gesehen? Richtig anpissend aus. Vor Crash 4 hat sich auch niemand um die komischen Hitboxen gekümmert. Das stimmt. Jetzt erst recht nicht mehr. Ach Mann.
nicht schlecht. Ganz ehrlich, ein Spiel ist für Spiel eine echt tolle Erfahrung, aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ist einfach fies mit den versteckten Kisten und einfach zu viel zum Sammeln. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das von der Steuerung, also vom Spielgefühl her war. Ich habe das, glaube ich, gezockt, als es rausgekommen ist. Für eine Woche oder so, und dann habe ich es liegen lassen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nichts anderes, bevor ich hier nicht durchgekommen bin. Aber ich würde sagen, wenn ich in 10 Minuten nicht nochmal irgendwie einen ernsthaften Versuch hatte, der bis zum Ende gekommen ist wenigstens, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, ich wollte halt auch noch was anderes spielen. Ich wollte auch nicht bis in die Puppen wach bleiben. Ich will mir niemals alle Relikte in der Insane Trilogy antun. Schaff nicht mal bei Crash 3 alle zu bekommen. Ja gut, das ist jetzt... Also ich finde die... Ich glaube, die bei Crash 3 sind eigentlich... Einfach... Ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, wie ich das einordnen würde von der Reihenfolge her. Also welche die einfachsten sind, aber ich glaube... Weil es gibt halt in jedem Spiel so... Welche sind piss einfach und es gibt halt welche sind echt mega knackig schwer. Und das ist halt in jedem Spiel so, aber ich... Ich muss jetzt nicht sagen, in welchem die schwersten sind. Wobei... Halt in Crash 1 schon... Crash 1, die Brückenlevel, die sind halt schon arschig. Und hier hast du halt statt den Brückenleveln hier die Level. Und Crash 3. Was heißt spontan? Also ich kündige das immer eine Woche ungefähr vorher an. Allerdings war mein letzter Stream ist ein halbes Jahr schon her gewesen. Aber ich habe vor, jetzt eigentlich wieder regelmäßiger zu streamen. Also ich, wenn dann mehr als einmal im Monat streame.
fühle mich eigentlich nicht, aber ich kündige das immer auf YouTube dann vorher an, eine Woche vorher. Und auf Twitter auch. Twitter habe ich das, glaube ich, auch geschrieben, dass ich dann heute streame. Ach, Mann. Mehr Streams, nice. Ich versuche es. Das Problem ist immer noch so die Lust quasi. Ich will doch eigentlich wieder mit Let's Plays weitermachen, aber die Lust. Ich krieg mich noch nicht dazu, Mega Man weiterzuspielen. Controller ist fast leer, ja, ja. Hatten wir heute schon mal das Thema, ne? Ach man. Ich glaube... Vier oder fünf? Mega Man 4 oder 5? 5 war es, glaube ich. Oder 4? Da, wo man die Buchstaben einsammeln konnte. Ich weiß nicht, ob man das in 4 und 5 machen konnte. Ich meine, das wäre 5 gewesen. Schon schlimm, dass ich das selbst nicht mehr weiß. Mein eigenes Let's Play, was gerade so halb quasi am Laufen ist, dass ich nicht weiß, was es für eins ist. Gute Zeit sogar. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. So. Mega Man ist so unmenschlich schwer. Hab letztens mal den ersten auf dem NES probiert und fast den Fernseher erschlagen. Ja, ich finde, es geht, also... ich glaube, ich habe im ersten Teil, den einen Glitch da abused. Dass man zum Beispiel mit Alec Man, dass man schießen kann bei den Great Six und dass man dann das Spiel pausieren kann und dann der Gegner quasi mehrmals getroffen wird, wenn du immer pausierst, weiter und so. Ich meine, das hätte ich benutzt, weil ich da nicht so wirklich weiterkam. Aber ich glaube, bei 2 und 3 habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich, jetzt Mega Man 5, irgendwas fuckt mich da extremst ab, ich weiß auch nicht. Aber ich denke mir, es ist nur noch Mega Man 6 und dann ist NES ist dann fertig. So,
Nee, Cortex will ich nicht. Ich will speichern. L1. Das müsste es sein, ne? Bei Diginit haben wir doch. Ich weiß, wir müssen das eigentlich nicht machen, aber mach mal einfach. So, dann hoffe ich, dass euch ja das bis hierhin gefallen hat und dass wir uns dann bald wiedersehen. Tschüss!